Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zur ersten Sprechstunde in diesem Jahr. Wer neu auf diesem Kanal ist und das Format der farbenfrohen Stunde der Sprechstunde nicht kennt, ich gebe immer mal wieder die Möglichkeit, an einem bestimmten Tag, also es ist immer eigentlich ein Montag, in einer bestimmten Zeitspanne, mir Fragen zu stellen zum Mama-Sein, die ich dann in dieser Sprechstunde in Form eines Videos natürlich anonym beantworte. Und ich bitte immer darum, dass das wirklich Fragen zum Mama-Sein sind und nicht Erziehungsfragen. Trotzdem mischen sich da immer die ein oder anderen Sachen darunter. Und entweder beantworte ich das dann nicht oder ich erzähle so ganz kurz und knapp, was ich mache. Aber das ist halt, ich bin kein Erziehungscoach. Möchte ich an dieser Stelle nochmal dazu sagen. Es gab eine Frage, die gestern reinkam. Das war so, boom, weil das zu fast 100% meine Geschichte ist. Und das hat mich zum einen extrem überrascht. Zum anderen war es aber wieder diese Erleichterung, okay, ich bin damit nicht alleine. Es geht auch anderen Mamas da draußen so. Und das hat mir sehr geholfen. Und das ist ja auch immer das, weswegen ich sage, seid ehrlich zu euren Freundinnen, wie es wirklich läuft. Seid ehrlich in Social Media, erzählt, wie es wirklich läuft. Weil dieses Gefühl des Nicht-Alleinseins, auch andere haben diese Probleme, ist so, 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 so heilsam. Weil das aber natürlich, weil es so persönlich ist, ein schwieriges Thema ist, werde ich diese Frage ganz, ganz, ganz zum Schluss beantworten. Es sind aber noch zahlreiche andere Fragen reingekommen und wir arbeiten uns da jetzt einfach mal durch. Und zwar kam die erste Nachricht über Facebook und ich lese die Nachrichten immer zuerst vor und dann beantworte ich die. Hallo Julia, im Rahmen deiner tollen Sprechstunde möchte ich dich gerne etwas fragen. Zu mir: Ich bin eine alleinerziehende Mama von zwei noch sehr kleinen Kindern. Einer Tochter mit 1,5 Jahren und einem Sohn mit 2,5 Jahren. Aktuell bin ich an einem Punkt, wo ich glaube, ich kurz vor einem Burnout stehe. Ich wollte meine Kinder so gerne bedürfnisorientiert erziehen nach dem Motto Beziehung statt Erziehung. Kennen vielleicht einige von euch, beschäftige mich da auch sehr mit. Ich habe mich dabei allerdings so verausgabt und hinten angestellt, dass meine Nerven völlig blank liegen. Genau das ist das nämlich, was ich bei dem Konzept schwierig finde, weil es da die extreme Form gibt, dass man sich für seine Kinder extremst aufopfert, extremst viel für sie gibt. Und eigentlich müsste bei dieser Erziehungsform noch viel mehr herausgestellt werden, dass sich die Mütter dabei nicht vergessen, weil sonst ist diese ganze Erziehungsform für den Arsch. Wieso erziehe ich meine Kinder so frei und so voller Liebe, wenn ich ihnen dann aber vorlebe, dass man sich selbst dabei völlig vergisst? Am meisten macht mir die Einschlafbegleitung zu schaffen. Ich liege manchmal über eine Stunde in dem Zimmer und wenn ich dann rausgehe, geht das Gebrüll von vorne los. Das hat schon zu sehr unschöne Situation, das hat schon zu sehr unschönen Situationen geführt, dass ich völlig ausgerastet bin und gebrüllt habe wie eine Irre. Meine Kinder waren völlig erschrocken. Ich bin so unsagbar traurig, weil ich meinen Kindern gerne sanfter begegnen möchte. Aber abends gegen 19 Uhr sind meine Batterien so leer, dass ich es nicht ertrage, noch einen zweistündigen Einschlafkampf zu führen. Die Kinder aber einfach alleine in den Schlaf schreien lassen, bringe ich nicht übers Herz. Weiß gar nicht genau, wie ich meine Frage an dich formulieren soll. Es geht mir einfach darum, wie kann ich es schaffen, gut für mich zu sorgen und trotzdem auf meine Kinder einzugehen. Beziehungsweise auch mal ohne ein schlechtes Gewissen Grenzen zu ziehen und mich an erster Stelle zu setzen. Ganz wichtig für dich ist dieser Gedanke, wenn es dir nicht gut geht, kann es auch deinen Kindern nicht gut gehen. Wenn du dich gut um dich selbst kümmerst, hast du mehr Energie, hast du mehr Geduld, passieren diese Schreiattacken nicht mehr. Das heißt, wenn du deinen Kindern etwas Gutes tun möchtest, dann musst du dich gut um dich selbst kümmern. Du tust das für dich, aber du tust es auch für deine Kinder. Das erstmal ganz, ganz wichtig und das erstmal verinnerlichen. Du musst kein schlechtes Gewissen dabei haben. Du bist nicht selbstsüchtig, nur weil du dich um dich kümmerst, sondern du tust es auch ein Stück weit für deine Kinder. Und gerade wir als alleinerziehende Mamas, wir brauchen unsere Kraft, wir brauchen unsere Energie bis zuletzt. Bis abends um 23 Uhr müssen wir diese Energie, müssen wir diese Kraft einfach haben. Und ich möchte jetzt ein bisschen was mit dir teilen, was ich mache, was ich gemacht habe, was ich dir einfach empfehlen würde.
Und das gilt auch so ein bisschen für alle. Das sind immer nur Tipps und Sachen, die mir gut geholfen haben. Probiert einfach aus. Probiert euch einfach durch alles durch. Nicht alles wird euer Ding sein. Nicht alles wird für euch funktionieren. Nicht alles werdet ihr durchziehen können, weil es euch halt doch nicht so liegt. Probiert einfach alles aus. Probiert eine Woche lang die Sache. Wenn es nichts bringt, probiert die nächste Sache. Probiert die nächste und probiert die nächste. Gebt nicht auf. Irgendwann kommt ihr an diesem einen Punkt, wo ihr die Sache für euch gefunden habt, die euer Leben so krass verändern wird, wie ihr euch das wünscht. Und bis ihr da seid, weiter, 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 weiter. Wir tun es nicht nur für uns, wir tun es auch für unsere Kinder. Immer ganz, ganz wichtig. Starten wir mal mit diesem Zeit für sich nehmen. Das ist unglaublich schwierig, aber als allererstes ist es eine Denkfrage. Denk nicht, dass du selbstsüchtig bist oder dass du deinen Kindern Zeit wegnimmst. Das ist super wichtig, dass du dich um dich selbst kümmerst. Du bist der Mensch, der an erster Stelle stehen muss. Ich weiß, dass das schwer ist. Wir stellen alle unsere Kinder an erster Stelle. Aber wieder, wenn es uns nicht gut geht, wie können wir uns dann gut um unsere Kinder kümmern? Und gerade wenn du jetzt schon sagst, dass du kurz oder dass du vermutest, kurz vor einem Burnout zu stehen, das ist allerhöchste Eisenbahn. Bei mir war es auch so, dass es eigentlich schon zu spät war. Ich bin auch lieber ein Fan mittlerweile von Prävention. Ich würde bei euch lieber präventiv arbeiten, dass es gar nicht erst so weit kommt. Aber die meisten kommen tatsächlich erst zu mir, wenn sie schon richtig, richtig tief drinstecken. Wenn der Schmerz einfach so groß ist, dass man dann so sagt, okay, jetzt muss ich was tun. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Du musst, solltest, darfst an deinem Energiehaushalt arbeiten. Das heißt, probier Dinge aus, die dir Energie schenken. Das heißt, wieder ganz klassisch, Meditation bedeutet Yoga, bedeutet ganz bewusste Bewegung an der frischen Luft, bedeutet auch Achtsamkeit, also nicht dieses: Ich bin gerade hier und lege eigentlich die Wäsche zusammen. Und in meinem Kopf ärgere ich mich irgendwas und mache gerade eine Einkaufsliste und eine To-Do-Liste auch noch. Sondern so dieses, okay, ich lege jetzt nur meine Wäsche zusammen. Weil wenn unser Kopf nicht ständig mit zigtausend Dingen beschäftigt ist, das kostet ja auch Energie. Etwas, was uns noch viel Energie raubt, ist der Kampf gegen etwas. Und du kämpfst gerade dagegen, dass du einen Burnout hast, dass es dir schlecht geht, gegen die Einschlafbegleitung, du kämpfst gegen all das und das kostet dich Energie, die du eigentlich gerade nicht übrig hast. Deswegen gegen etwas kämpfen ist immer schlecht. Annehmen, was ist. Okay, es ist gerade so. Es ist scheiße, aber es ist so. Ja, es ist so, dieses Annehmen, okay? Ich kann es jetzt nicht von jetzt auf gleich ändern. Also ja, es ist so. Nimm es erstmal an, damit du nicht dagegen ankämpfst. Und das ist der erste Schritt, um Veränderungen zu machen. Und dann setz dich hin und schreib alles auf. Schreib alles auf, was dich gerade stört. Schreib aber genauso alles auf, was du gerade toll findest. Mach dir Listen, was du wieder gerne in deinem Leben machen möchtest, was du ausprobieren möchtest, um wieder zu mehr Lebensfreude zu kommen, zu mehr Energie zu kommen. Ätherische Öle, immer ein guter Tipp, wenn es darum geht, mehr Energie, mehr Motivation. Wenn du mal so einen kurzen Energiekick vor allen Dingen auch brauchst, da verlinke ich dir gerne nochmal das Video dazu. Und jetzt nochmal zum Thema Einschlafbegleitung, weil ich das ja auch mache. Ich habe es erst nicht gemacht und hatte genau dieses Problem, dieses Schreien und Kämpfen, alle sind ausgerastet. Und dann habe ich einfach angenommen, ich habe gesagt, okay, es ist halt so. Es ist so, dass sie nicht alleine einschläft. Also ja, es ist so, dass ich diese Einschlafbegleitung machen muss. Und auch dann hatte ich die ersten Male immer noch Schwierigkeiten. War es immer noch so ein innerlicher Kampf, so dieses, ich will hier nicht liegen. Das ist Zeitverschwendung. Ich könnte in dieser Zeit so, so viel anderes machen. Und von diesem Liegen mit den Kindern wirst du auch automatisch müde. Und dann habe ich einfach in meinem Kopf das Ganze für mich umgedreht. Ich habe es aus einer anderen Perspektive betrachtet. Ich werde niemals wieder so viel mit meinen Kindern kuscheln, wie während dieser Einschlafbegleitung. Nie wieder. Wann liegt ihr denn eine Stunde, zwei Stunden mit euren Kindern und kuschelt? Und manche Tage ist es erstmal, da wird noch eine halbe Stunde gespielt und dann ist noch, ich muss noch mal auf Toilette, ich muss noch mal was trinken, ich habe Hunger, ich muss noch mal auf Toilette. Da gibt es für mich so eine Grenze, wo ich sage,
einmal auf Toilette gehen ist okay, nochmal was trinken ist okay und dann ist aber auch Schluss, halt da auch so eine gewisse Grenze, also so mache ich es, so eine gewisse Grenze aufzuzeigen und dann halt wirklich Entspannungsmethoden auch beim Kind anwenden. Über den Rücken streicheln, Lavendel auf die Fußsohlen, Diffus ja auch im Kinderzimmer immer was Beruhigendes. Svea bürste ich auch sehr, sehr gerne die Haare, weil das einfach entspannt ist. Bei Vince, der mag es, wenn ich ihm die Fußsohlen zum Beispiel massiere zum Einschlafen. Die mögen es, wenn ich ihnen irgendwelche Bilder hinten auf den Rücken male. Oder. Also auch dem Kind, ich meine, woher sollen sie wissen, wie sie sich entspannen können, wie sie runterkommen können? Die haben auch so viel zu verarbeiten. Und wir haben die Aufgabe, ihnen das beizubringen, ihnen das zu zeigen, wie kann man sich denn entspannen. Und das sind nur ein paar dieser Möglichkeiten. Es gibt wunderschöne Entspannungsmusik für Kinder. Es gibt ja diese Lichttherapie, also das mache ich jetzt nicht, aber wo du halt irgendwelche Kuscheltiere oder sonst was hast, was bestimmte Lichtreflexe einfach aussendet, was entspannt, was beim Einschlafen hilft. Es gibt Entspannungsgeschichten für Kinder. Es gibt da so viel. Schreib dir das einfach alles mal auf und dann probier dich da durch. Und probier, was für dich und deine Kinder passt. Und es passt auch nicht alles jeden Tag. Manchmal hat die halt einfach keinen Bock, gestreichelt zu werden oder die Haare gekämmt zu bekommen. Und dann ist es für mich einfach nur wichtig, ruhig zu bleiben. Einfach da ruhig zu bleiben, da zu liegen und nicht im Kopf irgendeinen Zeitdruck zu haben, weil ich muss noch dies, das und jenes machen. Das habe ich mir abgeschafft. Ich versuche alles zu erledigen, bis wir ins Bett gehen und was ich bis dahin nicht geschafft habe, das ist dann halt so. Also ich habe nicht im Kopf, ich muss dann aber noch dies, das und jenes machen. Das habe ich mir weggemacht, das entspannt mich viel, viel mehr. Ich habe auch nicht so dieses, ich möchte aber um 20.15 Uhr vorm Fernseher sitzen. Wenn es nicht so ist, ist es nicht. Ich werde dadurch nichts verpassen. Es ist tausendmal schöner, mit meinen Kindern da zu liegen. Ich finde es mittlerweile auch nicht mehr so schlimm, wenn ich dann doch dabei einschlafen sollte. Oder wenn ich mich selbst dabei so sehr entspannt habe, dass ich sage, okay, jetzt gehe ich auch ins Bett. Einfach diese Einstellung in dir auch zu ändern. Und manchmal ist es wirklich schwierig. Manchmal, ja, sind die auch einfach drüber. Und dann, und das habe ich auch schon oft erzählt, einatmen, ausatmen, Ruhe, Gelassenheit. Ruhe, Gelassenheit, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen und sich auf nichts anderes konzentrieren, sondern mal kurz nur bei sich sein. Und dann kommst du ganz, ganz sehr runter und denk auch immer daran, umso ruhiger du bist, umso ruhiger werden auch deine Kinder. In den ersten 7 Jahren leben die quasi in unserer Aura und das, was wir ausstrahlen, übertragen wir automatisch auf unsere Kinder. Das heißt, wenn du überdreht bist oder so, dann sind die das auch. Aber wenn du ruhig und entspannt bist, dann sind die das auch oder werden es jedenfalls. Also das sind die Sachen, die ich dir gerne an die Hand geben möchte. Ansonsten, das ist ja wahrscheinlich nur ein Ausblick aus deinem Alltag, wo es gerade schwierig ist. Wenn du aber kurz vor so einem Burnout stehst, glaube ich, dass da noch ganz, ganz viele andere Sachen sind, vielleicht auch ganz, ganz viele unterbewusste Sachen, die da ablaufen. Also melde dich da auch super gerne nochmal, wenn wir da nochmal drüber reden wollen. So, dann gucken wir mal weiter durch die Nachrichten hier. Liebe Julia, meine Hauptfrage ist, wie ich es schaffe, mir Zeit einzuräumen, Zeit freischaufeln kann und die Kinder beschäftigt sind, ohne mich zu brauchen. Knapp 3 Jahre und 5,5. 500 Mal Mama am Tag reibt mich oft auf. Besonders da ich eine große Doppelbelastung habe, weil ich halbtags in einer Krippe arbeite und nachmittags meine Kinder. Ich möchte ihnen gerecht werden, merke aber oftmals, dass ich auch Zeit für mich brauche, um dann wieder für sie da zu sein. Und das ist ja absolut richtig und korrekt. Das ist das ja, was ich gerade schon erzählt habe. Du brauchst einfach Zeit für dich. Da gibt es keinen anderen Weg. Da führt auch kein Weg dran vorbei. Das ist einfach super, super wichtig. Und wer mir was anderes erzählt, der veräppelt sich selbst. Also wir dürfen uns selbst einfach nicht vergessen. Die Frage ist, wie hoch ist die Priorität dessen? Wie hoch ist deine persönliche Priorität, zu sagen, ich brauche Zeit für mich? Weil dann findest du immer Lösungen. Wenn es eine hohe Priorität hat, wirst du immer Lösungen dafür finden. Es gibt einfach so viele sinnvolle und totallogische Lösungen
Und die meisten setzen es dann einfach nicht um, weil die Priorität nicht hoch genug ist. Und dann muss der Schmerz, der Druck, die wenige Energie, die wenige Kraft, die wenige Geduld einfach so krass sein. Dann kommen die meisten ins Handeln. Und das ist für mich persönlich viel, viel, viel zu spät. Das heißt, wenn du dich an erste Stelle setzt, wenn du die Priorität für dich sehr, sehr hoch setzt, weil du erkennst, wenn es mir gut geht, geht es auch meiner Familie gut, dann gibt es ganz viele Möglichkeiten, was du tun kannst. Gucken wir erstmal nach außen. Das heißt, wie kann dich dein Partner unterstützen? Sei da auch egoistisch und sag, okay, ich brauche jetzt mal eine Stunde für mich. Ist mir egal, ob du gerade von der Arbeit kommst und eigentlich genervt bist. Ich bin es gerade auch. Und wir haben jetzt hier 50-50 die Chance, wer die Stunde kriegt. Wer von mir aus eine Münze oder irgendwas. Dann aber auch ganz bewusst die Zeit für dich zu nutzen. Und das können schon 5 Minuten sein. Und da kommen wieder Meditation, Yoga, solche Sachen, irgendwas Gutes lesen oder Musik hören, einfach irgendetwas für dich tun. Und da können 5 Minuten schon heilsam sein, wenn du diese 5 Minuten ganz, ganz, ganz effektiv nutzt und alles andere ausblenden kannst. Grenzen auch einfach ziehen und dann nicht so einfach sagen, boah, ich bin kaputt, ich brauche jetzt mal Zeit für mich, erklär's doch deinen Kindern. Mit fast 3 und 5,5 kannst du denen das wunderbar erklären. Sag ihnen, du bist müde, du bist geschafft. Und wenn sie wollen, dass ihr noch was Tolles zusammen macht, stell vielleicht auch irgendwas in Aussicht, was ihr danach macht, wenn du kurz Zeit für dich hattest. Also erklärt es euren Kindern, kommuniziert mehr mit euren Kindern. Sagt nicht, okay, das darf man nicht oder das macht man nicht. Erklärt halt auch, warum. Sie sind so verständig. Und erklärt ihnen auch, warum es euch vielleicht nicht gut geht oder warum ihr Zeit für euch braucht oder warum ihr wenig Energie habt. Versucht es kindgerecht einfach zu erklären und eure Kinder nicht so vor vollendete Tatsachen zu stellen. Und dann nimm dir halt einfach die Zeit für dich. Schau auch, wie gesagt, kann dein Partner, deine Familie, Freunde, die wenigsten fragen einfach. Also ich glaube, ich wurde noch nie von Freundinnen gefragt, ob ich auf ihre Kinder aufpasse, wobei ich weiß, dass sie Zeit für sich brauchen und gerne mal einen Babysitter hätten. Und sie fragen einfach nicht. Ich mache jetzt mittlerweile von mir selbst aus das Angebot. Fragt einfach. Fragt die Leute. Fragt. Einmal im Monat, 2 Stunden, fragt einfach. Fragt eure Familie, fragt eure Freunde. Und auch dann gibt es immer noch externe Stellen. Es gibt ältere Frauen, die keine eigenen Enkelkinder haben oder wo die Enkelkinder hunderte Kilometer weit weg wohnen, die sich ein Loch in den Bauch freuen, wenn die mal eine Stunde auf eure Kinder zu Hause aufpassen können, während ihr im Raum nebenan seid. Oder die dann mal eine Stunde mit euren Kindern auf den Spielplatz gehen, spazieren gehen oder. Genauso Babysitter. Ganz klassischer Weg in eurem Kindergarten, Aushang, da gibt es so oft Praktikantinnen, die das dann super gerne machen wollen. So bin ich an alle meine Babysitterinnen gekommen. Oder im Freundeskreis erzählen, ich suche einen Babysitter, wen kennt ihr? Zum Beispiel die große Schwester, die selber Geschwister in dem Alter hat wie eure Kinder. Perfekt, klappt einwandfrei. Seid dann die ersten Male einfach mit dabei, dass die Kinder sie kennenlernen, dass ihr sie kennenlernt, dass ihr auch Vertrauen zu ihr habt. Dann seid ihr einfach mal die nächsten Male in einem anderen Raum. Erklärt auch den Kindern, sie ist jetzt eure Ansprechperson, ich bin mal kurz weg. Wenn irgendwas ganz, ganz Wichtiges ist, bin ich aber da. Und dann geht peu à peu diesen Schritt hinzu, sie kommt einmal die Woche und betreut für 1 Stunde eure Kinder. 1 Stunde, wisst ihr, wie krass das ist, was ihr in 1 Stunde für euch machen könnt. Und dann macht euch so eine Liste, was ihr dann mal alles gerne ausprobieren wollt. Vielleicht wollt ihr mal wieder zur Massage gehen oder zur Kosmetik oder weiß der Geier. Nehmt euch die Zeit für euch, das ist so, 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 so wichtig und es gibt so viele Möglichkeiten dafür. Auch zu gucken, okay, anzulernen, die Kinder, sie haben ja sich und das ist auch ein gutes Alter, meine sind ja auch so alt, die können auch gut mal 20 Minuten die Zeit miteinander verbringen, ohne dass da ein riesengroßes Chaos ausbricht. Also guck, was kannst du ihnen in der Zeit Ungefährliches geben, um dann wirklich sagen zu können, okay, in den 20 Minuten sitze ich da hinten auf der Couch, ihr sitzt hier, ich habe Kopfhörer auf und höre mir mal Musik an und habe dabei die Augen zu. Aber dieses ganz offen und ehrlich Kommunizieren, Kinder können das noch nicht verstehen, was da in uns vorgeht und warum wir diese Zeit für uns brauchen. Wenn ihr ihnen sagt, bitte, bitte, ich brauche das für mich, mir geht es gerade richtig schlecht, ich fühle mich so leer und energielos und wenn ich das machen durfte, wenn ich die 20 Minuten Musik hören durfte mit geschlossenen Augen, danach machen wir dann irgendwas Tolles halt, ne? Das ist jetzt so das, oh Gott, ich rede schon wieder so viel, was ich zu diesem Thema
gerne sagen möchte. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen weiterhelfen und es hat deine Fragen beantwortet. Liebe Julia, meine fast dreijährige Tochter beschimpft mich seit neuestem mit Dummi oder Wörtern, die sie erfunden hat. Natürlich versuche ich ihr begreiflich zu machen, dass ich das bei uns zu Hause nicht möchte, aber ich habe das Gefühl, es zieht nicht. Sie hat das von ihrer älteren Schwester aufgeschnappt, die ab und zu im Streit auch zu ihr Dummi sagt. Hast du einen Tipp für mich? Also das ist zum Beispiel so eine klassische Nachricht, die in den Bereich Erziehung geht. Ich möchte nur was sagen, wie ich das hier mache, weil wir das einfach auch haben. Ich finde das was ganz natürlich ist, ist auch völlig in Ordnung. Überlegt mal, wie oft ihr und wenn es nur in Gedanken ist, irgendwelche Leute beschimpft oder es vielleicht wirklich tut, so im Auto oder so. Der Idiot, wie der wieder fährt oder so, ne, das schnappen eure Kinder auch auf und es scheint ja für euch was völlig Normales und Legitimes zu sein. Was ich dann einfach erklärt habe und was ich nicht nur einmal, sondern auch fünfmal erklärt habe, bis es dann irgendwann ankam, ist so dieses, warum mag ich das nicht? Warum mag ich diese Wörter nicht? Warum möchte ich nicht, dass er andere Menschen so betitelt? Weil das Menschen verletzt. Und dann muss man auch darauf eingehen, was heißt denn jemanden verletzen? Und dann finde ich Beispiele und dann rede ich mit ihm darüber. Was verletzt dich? Wie fühlst du dich dabei, wenn ich dich so nennen würde? Und. Und manchmal verstehen die gar nicht, was die Wörter bedeuten. Und dann frage ich erstmal, weißt du überhaupt, was das heißt? Nein. Und dann erkläre ich es ihm. Viel mehr kommunizieren. Also das ist was, was ich wirklich bei uns gemerkt habe. So, weiter geht's. Liebe Julia, danke für das schöne Format der farbenfrohen Stunde. Du hattest mal erwähnt, dass du immer schon weißt, was du nach dem Kindergarten mit deinen Kleinen machst. Machst du dir dafür einen Wochenplan oder sowas und machst du dann jeden Tag für deine Kinder ein richtiges Programm? Das beantworte ich auch sehr gerne, weil ich finde, das ist sowas in Richtung Zeitmanagement, Haushalt, Organisation. Und das mache ich ja immer sehr, sehr gerne mit euch. Also ja, ich weiß immer jeden Tag, wie der Nachmittag abläuft. Wir haben so bestimmte Routinen, die einfach jede Woche stattfinden. Sei es jetzt der Besuch bei der Oma oder beziehungsweise bei ihrer Uroma, ist immer derselbe Wochentag nach dem Kindergarten. Das steht also immer fest. Oder immer montags ist zum Beispiel unser Familientag, wo wir auch keine Freunde treffen. Aber dann haben wir zum Beispiel Mittwoch oder Donnerstag, wo wir immer wieder Freunde von uns treffen, die auch Kinder haben. Dann ist natürlich Fußball und andere Vereinssachen und. Das heißt, ich mache mir wirklich einen Plan und dann steht zum Beispiel Dienstag, stehen halt Uroma und Uropa drin und am Mittwoch vielleicht unsere besten Freunde. Montag ist halt raus, weil wir den Tag wirklich zu dritt einfach nur verbringen. Das ist mir auch sehr wichtig, dass da so ein Gleichgewicht gibt zwischen, wir sind bei Familie, sind bei Freunden und sind halt wirklich nur zu dritt. Diese Zeit ist mir auch unglaublich wichtig und wertvoll. Des Weiteren schaue ich dann, gibt es da so eine Balance von, waren die im Kindergarten schon draußen oder waren sie nicht draußen? Hatten sie einen sehr aktiven Tag im Kindergarten? Dann versuche ich bei mir zu Hause wirklich alles sehr ruhig und gediegen zu halten. Wenn die aber, weil halt extrem schlechtes Wetter war, auch im Kindergarten einen eher ruhigen Tag hatten, dann machen wir hier so richtig Remi-Demi. Also dann gibt es bei uns Springen auf der Couch, wirklich tatsächlich, und durch die Wohnung tanzen oder halt wirklich bei strömendem Regen rausgehen und durch die Pfützen springen. Und wenn es nur 15 Minuten sind und wenn wir heimkommen, müssen wir alles in die Waschmaschine stecken, ist mir aber egal. Also ich versuche immer eine Waage dann auch zu halten zwischen Anspannung und Entspannung und sich austoben und sich ausruhen. Und dann hier zu Hause habe ich dann auch einen Plan. Also wenn wir wirklich zu Hause sind, habe ich auch einen Plan, ob wir malen und dann ist ja da noch, ob wir mit Tusche malen und dann halt auch gleich baden gehen oder ob wir ein Bild ausmalen oder ob wir, weil ein Geburtstag ansteht, für jemanden was malen oder ob wir kneten oder ob wir mit unserem Magic Sand spielen oder weil ich ihnen Dinge erlaube, die sie sonst nicht dürfen. Also wir haben zum Beispiel so eine Hot Wheels Bahn, in die Wasser kommt. Und das dürfen die bei mir natürlich nur sehr, 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 sehr selten, aber das sind dann halt Besonderheiten für die und das finden die mega toll. Oder vielleicht gibt es mal wieder so ein Sprudelbad, was die Farbe ändert für die Badewanne. Das ist dann auch was super Besonderes und Tolles. Oder ich habe Farben für die Fenster besorgt, wo sie mal die Fenster anmalen dürfen, was dann halt ganz einfach abzuwischen geht. Oder wir Fensterbilder machen oder wir irgendwas basteln oder irgendwas zusammen kochen oder backen. Also
ich habe so viele Ideen, ich bin bei Pinterest, also und bei Instagram. Und da bekommt man ständig halt irgendwelche coolen Ideen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass es Fensterknete gibt? Wie cool ist das denn? Die kneten ihre Bilder aufs Fenster, ist mega cool. Und so haben wir immer irgendwie was Tolles, was wir halt machen und was wir tun. Oder wir picknicken mal auf dem Fußboden. Also so auch den Kindern zuhören. Wie oft jetzt gesagt wurde, oh, wir würden so gern picknicken. Und ich sage, ja, es ist ein bisschen kalt. Ja, Mama, dann gehen wir einfach unter den Tisch. Okay, so haben wir eine Decke ausgebreitet und haben unter dem Tisch gepicknickt. Ich habe das halt vorbereitet, habe halt entsprechend Sachen gekauft, die dazu passen. Dann haben wir halt gepicknickt. Oder wir bauen Buden oder, oder. Also ich habe einen Plan, was wir machen, ja. Ist auch immer sehr, sehr unterschiedlich. Aber es ist jetzt nicht so ein Programm im Sinne von, wir fahren heute in den Tierpark und morgen ins Kino und dann in den Zirkus und so, ne? Also das eher super selten. Das sind echt Besonderheiten, wenn wir solche großen Ausflüge machen, aber so dieses Detail im Alltäglichen. Genau, ich hoffe, das konnte dir deine Frage beantworten. Ich habe heute wieder so einen Laberflash, merke ich gerade. Mm-hmm. So, habe da mal eine Frage in die Runde. Hoffentlich hat die eine oder andere Lust, ihre Meinung oder Erfahrung zu teilen. Also hier wird auch dazu aufgerufen, dass ihr gerne in den Kommentaren eure Meinung dazu schreiben dürft. Ich bin Tochter einer alleinerziehenden Mutter. Mein, oder? Okay, wir lesen mal weiter. Ich bin Tochter einer alleinerziehenden Mutter. Mein Mann ist oft beruflich unterwegs. Nun ist es so, dass ich schon froh bin, wenn er da ist, weil er viel im Haushalt macht, so circa 50-50. Und natürlich auch, weil ich meinen Partner gerne bei mir habe. Allerdings habe ich das Gefühl, dass mir das Erziehen leichter fällt, wenn ich mit meinem Sohn alleine zu Hause bin. Wie geht es euch, wenn ihr A. alleinerziehend seid, B. Tochter einer alleinerziehenden Mutter seid oder C. ihr viel allein Verantwortung tragen müsst, weil euer Mann viel unterwegs bzw. arbeiten ist? Das heißt, ihr dürft jetzt sehr, sehr gerne in den Kommentaren darauf antworten. Ich antworte mal von mir aus. Ich bin alleinerziehend, ich bin Tochter einer alleinerziehenden Mutter und ich habe schon immer viel Verantwortung allein für die Kinder getragen. Ich liebe es, alleinerziehend zu sein. Tatsächlich, das sagt man nicht gerne und ich bin auch nicht glücklich über das Ende meiner Ehe, aber ich bin sehr glücklich darüber, alleinerziehend zu sein. Ist einfach so, ich mag das sehr, ich kann also sehr verstehen, wenn du sagst, du bist eigentlich, es läuft besser, wenn dein Partner nicht da ist, weil man fährt halt einfach seine eigene Schiene und macht halt so, wie man selber denkt und hat nicht täglich die Auseinandersetzung mit noch einem anderen, der da vielleicht eine andere Meinung hat, man sich also wieder über einen Kompromiss einig werden muss oder, was ich immer ganz schlimm fand, da ist noch jemand und du hast so diese Erwartung, dass er dir hilft, dass er dies und das und jenes tut und er tut es halt einfach nicht und das hat halt immer schlechte Gefühle mit sich gebracht und das gibt es jetzt halt einfach nicht mehr. Ich bin alleine, da ist niemand anderes, logisch ist das sehr viel besser. Und natürlich hat es mich auch geprägt, dass meine Mama alleinerziehend war, aber gar nicht im Negativen, sondern ich bin es gewöhnt, dass da eine Löwenmama ist, die das alleine wunderbar schafft. Also uns hat das nicht geschadet, mir und meiner Schwester, dass wir ohne Väter groß geworden sind. Gar nicht, null. Man sucht sich dann halt andere männliche Bezugspunkte, das merke ich an meinen Kindern ja auch, die sich einfach dann männliche Bezugspunkte in unserer Familie suchen, also wie mein Opa beispielsweise oder meinen besten Freund oder so. Also denen dann halt auch die Möglichkeit zu bieten, auch andere Menschen, andere nahe Menschen zu haben, weil nicht alles will man dann, glaube ich, mit seiner Mutter besprechen, sondern möchte dann halt gerne wissen, okay, da und da kann ich dann auch hingehen, das finde ich auch super wichtig. Ansonsten habe ich halt einfach von meiner Mutter gelernt, dass es möglich ist, dass es absolut möglich und völlig unkompliziert ist. Natürlich ist es manchmal hart, natürlich ist es manchmal richtig doll scheiße, aber die meiste Zeit ist es toll und die meiste Zeit ist es absolut machbar. Und genau das habe ich von meiner Mutter gelernt, weil sie alleinerziehend ist. Und nicht so dieses, ich wäre gern auch alleinerziehend, weil meine Mama das auch war. Also das war tatsächlich überhaupt nicht so, weil ich das wirklich immer als, also ganz am Anfang habe ich das als Scheitern gesehen, dass ich daran gescheitert bin, eine normale Familie zu haben. Ja, das ist das, was ich so dazu sagen kann, aber schreibt gerne mal eure Meinung jetzt in die Kommentare. Denn darum wurde ja ganz explizit gebeten. So, und ich glaube, jetzt ist es soweit. Wir kommen jetzt zu der Frage, die ich am Anfang schon angekündigt habe, die so krass ähnlich ist zu
meiner Situation. Ich lese das mal vor. Sie hat auch erst was geschrieben und dann noch ist sie noch mal ein bisschen näher darauf eingegangen. Mich würde interessieren, was du für Tipps für eine gute Patchwork-Family hast. Mir fällt es schwer, mit der Situation umzugehen. Und jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Ich mag es nur ungern, dass die neue Partnerin von meinem Ex-Partner als neue Mutti mit einbezogen wird und sich die Kleine so gut mit ihr versteht. Außerdem ist es ein komisches Gefühl, das zu sehen, wie er eine neue hat. Und wenn wir aufeinandertreffen, bekomme ich gerade so ein Hallo heraus, als wäre eine Blockade vorhanden. Da wird sich immer darüber aufgeregt, dass ich dies und das falsch mache und kaum Kommunikation meiner Seite vorhanden ist. Angeblich. Aber warum sollte ich mich mit ihr an einen Tisch setzen, auch wenn es um die Kinder geht? Schließlich geht sie das nichts an und kann doch auch nichts beurteilen, da sie selbst noch keine Mutter ist. Ich möchte dir einfach sagen, wie ich das handhabe. Ich kann alles, was du geschrieben hast, so gut nachvollziehen. So gut nachvollziehen. Ich war ganz am Anfang auch an einem Punkt, wo du jetzt bist, bin aber mittlerweile ein paar Schritte weiter. Ich hätte gedacht, dass es viel, viel einfacher ist und viel, viel schneller geht, dass man auf eine gesunde Ebene kommt, auf eine freundschaftliche Ebene, wo das Hauptziel einfach nur ist, dass es den Kindern gut geht. Und es hat einfach null funktioniert, immer noch nicht, nach einem Dreivierteljahr, weil da ist so ein Ding, das nennt sich Ego. Und das ist bei beiden sehr, sehr stark. Oder vielleicht auch sogar noch bei dem dritten Part, wenn man das jetzt mal so sieht, die drei Erwachsenen in dieser Konstellation, ist das Ego sehr, 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 sehr stark. Das Ego des Mannes, unser Ego, das Ego der neuen Frau. Und dieses Ego ist viel stärker als das Bedürfnis, es soll doch den Kindern gut gehen. Und eigentlich, und das lese ich bei dir so krass raus, sind all deine Gedanken gerade egoistisch. Und du handelst nur nach deinem Ego heraus. Und das habe ich auch gemacht. Und das passiert auch immer noch. Und ich finde, das ist auch was ganz Natürliches. Und das ist auch okay. Aber ich habe angefangen, mein Ego ganz, 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 ganz stark zurückzunehmen. Und auch unterscheiden zu können, geht es jetzt gerade um die Kinder oder geht es gerade ums Ego? Das ist nämlich auch sehr interessant zu sehen. Geht es gerade wirklich um die Kinder oder ist das eigentlich gerade nur eine Ego-Sache? Meistens ist es nur eine Ego-Sache. Das hat mir also sehr geholfen, das zu erkennen und mein Ego zurückzunehmen, weil es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich, es geht um die Kinder. Um was anderes sollte es nicht gehen. Es fällt mir aber wirklich auch immer noch schwer. Ich glaube, das ist auch völlig normal und okay. Das war das eine, was mir geholfen hat, mich selbst zurückzunehmen. Und dann auch vieles so, wie drücke ich das am besten aus? Zu differenzieren, ist das jetzt ein Angriff auf mich als Person oder geht es der anderen Partei gerade schlecht und möchte, dass es mir jetzt natürlich auch schlecht geht. Und deswegen nehme ich mir ganz, ganz vieles nicht mehr an. Vor allen Dingen, wenn ich weiß, dass es falsch ist. Also wie du sagst, dass halt vieles gesagt wird, was du falsch machst. Wenn du aber weißt, dass es nicht falsch ist, nehmen wir irgendein Beispiel. Nehmen wir so ein ganz klassisches Beispiel. Es wird dir gesagt, du bist keine gute Mutter. Du weißt aber zu 100% hier drin, dass du eine sehr, sehr gute Mutter bist. Ja, pff, ist doch egal. Dann musst du dir das doch nicht annehmen. Denn wenn es nicht wahr ist, warum sollst du dir das annehmen? Wichtig ist nur, was du denkst, was du glaubst, was wahr ist und was deine Kinder denken. Und wenn du deinen Kindern deine volle Liebe gibst, so what? Da kann dir irgendjemand irgendwas erzählen. Also ganz viel auch dieses, lass es nicht so nah an dich ran, wenn es das nicht wert ist. Es gibt da eine ganz, ganz tolle Meditation, die diesbezüglich ganz viel für mich verändert hat. Die verlinke ich dir mal unten rein. Mach die mal unbedingt in so einer Situation, wo es gerade in dir brodelt und wo du gerade entweder wütend oder traurig oder was immer bist. Mach mal diese Meditation. Das hat mir sehr geholfen und nochmal vieles verändert. Und dann mal zu dieser Dreierkonstellation. Als mein Sohn das erste Mal zu mir kam und sagte, Mama, ich habe jetzt zwei Mamas. Da ist was in mir kaputt gegangen. Das war richtig, richtig doll schlimm für mich. Und ich habe jetzt schon wieder ein Kloß im Hals. Das verstehen die Kinder aber nicht. Der findet das halt wirklich cool. Weil das ist was Besonderes. Das haben die anderen nicht. Und er versteht
einfach weil er zu jung ist, auch noch nicht diese Konstellation, die wir haben. Er denkt immer noch, dass es möglich ist, dass wir alle zu dritt zusammenziehen und zu fünft dann zusammenleben. Also das ist in seiner Vorstellung völlig logisch und völlig unlogisch, warum wir das nicht tun, weil es ja total Sinn macht. Er mag uns ja alle drei Erwachsenen. Also warum ist es doch total logisch, dass wir einfach alle zusammenziehen und zusammenleben? Oder dann auch manchmal so dieses, Mama, hier fehlt aber jemand, hier bei uns, wo ich sage, nö, ist alles gut. Ja, du brauchst doch einen Helfer, wo ich sage, nö, brauch keinen Helfer. Irgendwann haben wir vielleicht mal wieder jemanden, aber jetzt gerade aktuell nicht. Also auch immer dieses Verständnis haben, dass die Kinder das einfach ja noch nicht so verstehen und nachvollziehen können, wie das halt wirklich ist. Und für ihn war es halt eine coole Sache, zwei Mamas zu haben. Und für mich war das so ganz, ganz tief durchatmen. Das ist auch noch eine Sache, die mir immer noch schwer fällt und wo ich einfach so aus tiefstem Herzen rausschreien möchte, nein, hast du nicht. Und dann aber wieder, okay, ist nur eine Ego-Frage. Ist gerade nur eine Ego-Sache. Und dann sich wieder runterholen, Perspektive wechseln und sich sagen, okay, kann jemand anderes die Mutter meiner Kinder sein? Nein, nein, ist einfach so, geht einfach nicht. Weil ich habe diese Kinder in meinem Bauch heranwachsen lassen. Ich habe sie unter Wehen, in Vincents Fall 21 Stunden Wehen, zur Welt gebracht. Ich habe sie als erste gehalten. Ich habe sie gefüttert, ich habe sie heranwachsen lassen, ich habe diesen ganzen Scheiß gemacht. In der Nacht zigtausendmal aufstehen, nicht mehr schlafen, 10.000 Windeln wechseln, immer wieder zum Arzt und diesen ganzen Impfscheiß. Das habe alles ich gemacht, das hat niemand sonst gemacht. Also ich bin ihre Mutter und fertig. So. Also diesen Titel darf eigentlich niemand anderes haben. Ist einfach unlogisch, geht gar nicht. Und deswegen war es das für mich. Also wenn sich da irgendeine andere Frau ebenfalls als Mama meiner Kinder betitelt, soll sie es doch machen. Also wenn es ihr gefällt, soll sie es doch tun. Es ändert aber doch nichts daran, dass ich biologisch auf allen Dokumenten, vom Herzen her, in allem Logischen, ich die Mutter bin. Es ändert doch nichts, gar nichts. Ändert nichts. Und das musst du dir einfach immer wieder ins Gedächtnis rufen, das einfach alles immer wieder gerade rücken, wie es halt einfach wirklich ist. Und auch diese Liebe, die eine Mutter zu ihren Kindern empfindet, die kann niemand anderes so empfinden. Das kann der Vater nicht so empfinden und das kann erst recht nicht die neue Mama so empfinden. Kann sie nicht, geht gar nicht. Weil das ist was Einzigartiges, was niemand nachempfinden kann. Niemand kann die Liebe für deine Kinder empfinden, die du für deine Kinder empfindest. Und die Kinder können auch nur zu ihrer Mama diese extrem intensive, bedingungslose Liebe empfinden. Das werden sie niemals... Okay, an irgendeinem Punkt ist meine Kamera ausgegangen und ich weiß nicht, an welchem Punkt das war. Deswegen sage ich jetzt nochmal, wo ich gerade zum Schluss war. Also wir sind mit unseren Kindern von Geburt an gefühlsmäßig verbunden und das kann niemand anderes ersetzen. Niemand anderes kann das genauso empfinden. Es geht einfach nicht. Es ist unmöglich. Und von daher, so what? Wenn sie sich so betitelt, dann soll sie es doch so machen. Und so dieses sich gemeinsam an einen Tisch setzen. Beziehungsweise, dass du deinem Ex-Mann nur so ein Hallo gegenüber rausbringen kannst. Ist bei mir genau dasselbe. Ich möchte das aktuell nicht und ich kann es auch aktuell nicht. Das ist so, für die Kinder wäre es wahrscheinlich gerade super toll, aber ich kann es aktuell nicht, weil da steht noch so viel von früher an und noch so viel, was jetzt gerade passiert. Was du aber tun kannst, ist dir Hilfe zu holen, damit du irgendwann an den Punkt kommst. Weil es wird unvermeidbar sein, dass man einfach eine gute Beziehung zueinander hat, auch zu dieser neuen Frau. Das muss nicht deine beste Freundin werden. Du musst sie einfach nur akzeptieren, dass sie da ist. Und ihr müsst miteinander kommunizieren können, wenn es um die Kinder geht. Aber das ist für mich so ein Irgendwann-Mangel. Aktuell schaffe ich das einfach nicht, aber ich habe mir Hilfe geholt, damit ich irgendwann an diesen Punkt komme. Bei uns nennt sich das Erziehungs- und Familienberatungsstelle. Gibt es sicherlich überall von verschiedenen Anbietern, ob es jetzt das Rote Kreuz ist oder die Caritas oder weiß der Geier was, gibt es garantiert solche Möglichkeiten, solche Anlaufstellen. Also informier dich einfach mal im Internet. Und ich gehe da einfach nur für mich hin, nicht mit den Kindern, sondern für mich. Und lerne dort wieder A, diese Ego-Frage, B, mich wieder ganz sehr um mich zu kümmern,
Wie spreche ich mit mir? Wie lasse ich Dinge, die zu mir gesagt werden, an mich heran oder halt nicht? Reflektiere wieder, ist das jetzt wahr oder ist das eigentlich nicht wahr? Und einfach so dieses, ich kann zu jemandem hingehen, der hört sich das alles an, fängt mich auf und hilft mir wieder einen Schritt weit wieder aufrechter sein zu können, dass es mir besser geht. Und irgendwann komme ich mit dieser Hilfe dahin, dass wir dann ein gutes Miteinander finden können. Das hängt aber nicht nur von dir ab, sondern es hängt auch von diesen anderen zwei Parteien ab. Und ja, ich kann das verstehen, dass das so immer das ist, so dieses, die sind zu zweit und ich bin alleine. Und das ist aber, ja, aber ich bin so viel. Also da muss man dann schon wieder an seinem Selbstbewusstsein arbeiten. Und wenn dann Selbstbewusstsein groß und stark ist, dann ist es völlig egal, ob da zwei sitzen oder nicht. Weil du weißt, wer du bist, was du kannst, was dir zusteht, was gut ist, was schlecht ist, was richtig ist, was falsch ist. Und das ist einfach ein Prozess. Aber ich hoffe, ich konnte dir mit meiner Antwort so ein bisschen weiterhelfen. Und wenn nicht, dann schreib mir super gerne nochmal. Ansonsten alle anderen, die sich bei diesen Themen gerade angesprochen gefühlt haben oder Tipps und Tricks weiterzugeben haben, schreibt das bitte jetzt in die Kommentare, das würde mich sehr freuen. Bin gespannt, wie lang das Video jetzt wieder geworden ist. Ich glaube, ich habe wieder fast eine Stunde gesprochen, könnte sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt euch bis zum Schluss angesehen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!